Bei systemischer Sklerose sind regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sehr sinnvoll. Folgende Gründe werden angeführt. Einerseits gibt es langsam progrediente Formen, die ich nur durch eine regelmäßige Kontrolle sowohl der Haut als auch der Lungenfunktionsparameter erfassen kann. Andererseits wissen wir heutzutage, dass es Formen gibt, die 2, 3 Jahre ohne wesentliche Verschlechterung verlaufen, dann sich aber doch recht rasch verschlechtern können. Das heißt, die Funktion der Lunge zum Beispiel ist plötzlich eingeschränkt. Hier können dann im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen bzw. Kontrolluntersuchungen bereits Maßnahmen gesetzt werden. Darunter fallen zum Beispiel weitere Untersuchungen oder eine Anpassung der Therapie. Auch wenn Sie keine Beschwerden haben, die auf eine Progredienz der systemischen Sklerose hinweisen, ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen Ihren Rheumatologen oder Dermatologen bzw. behandelnden Arzt aufzusuchen. Es ist deshalb sinnvoll, weil wir wissen, dass es Formen gibt, die sehr lange in Remission sind und dann doch aktiv werden. Je früher ich hier einschreite bzw. mit Medikamenten gegenwirke, umso weniger wahrscheinlich werden dauerhafte Schäden bleiben. Das Intervall bzw. die Art der Vorsorge- und Kontrolluntersuchung ist vom Typ der systemischen Sklerose abhängig. Generell sagt man, zu Beginn nach Erstdiagnose sind Kontrollen im 3 bis 6 Monatsabstand sinnvoll. Sieht man im weiteren Verlauf, dass der Patient keine fortschreitenden Symptome hat, können diese Intervalle auch auf 6 bis 12 Monate gestreckt werden. Dennoch ist es sinnvoll, mindestens einmal im Jahr bei fehlenden Beschwerden seinen betreuenden Arzt aufzusuchen.